So, heute wollten wir uns aber auch angucken, wie wir unsere eigenen Funktionen definieren können. Wie funktioniert das? Schauen wir uns erstmal unser Programm an. Wir haben dreimal hier hingeschrieben: Digital Write High, Digital Write Low und dann dazwischen immer Delay. In der nächsten Schleife machen wir immer genau das Gleiche und in der dritten Schleife nochmal genau das Gleiche. Es bietet sich durchaus an, diese vier Zeilen Code in einer Funktion auszulagern. Was ist denn eigentlich überhaupt eine Funktion? Eine Funktion ist eine Art Mini-Programm, wo wir sagen, diese Sequenz von Kommandos werde ich immer wieder und immer wieder brauchen. Deswegen lagere ich sie aus. Ich benenne dieses Mini-Programm irgendwie, wie zum Beispiel blinken lang. Und dann kann ich sie aufrufen, statt diese vier Zeilen zu schreiben. Natürlich sind diese Mini-Programme gar nicht so mini. Die können vier Zeilen sein, die können auch zwei Zeilen nur beinhalten oder nur eine. Die können auch leer sein, aber sie können auch extrem lange sein. Das Hilfreiche dabei ist wirklich, dass man diese vielen Zeilen mit einer Zeile ersetzt, damit es eben schneller, später das Programm ordentlicher ist und kürzer. Kurz ist immer gut, weil es besser lesbar ist. Wenn wir uns noch an unsere Analogie mit den Rezepten erinnern, da ist es eigentlich genauso. Ich kann in einem Rezept auf ein anderes Rezept verweisen. Ich kann sagen, übrigens, in diesem Rezept für Waffeln brauchen Sie auch drei Löffel von der Vanillesoße. Wie man Vanillesoße macht, da steht im Rezept für Vanillesoße. Hier sagt man einfach nur Vanillesoße. Das heißt, man hat das Rezept mit dem Namen des Rezepts ersetzt, statt wieder das Rezept einfach hinzuschreiben. Es ist wirklich haargenau auch hier im Programmieren. Dann versuchen wir es doch mal. Erstens brauchen wir eine Funktion zu definieren, eine neue Funktion. Wo man das macht, ist eigentlich ziemlich egal. Wir machen das, es muss außerhalb der anderen Funktionen sein. Man kann nicht verschachteln. Man kann eine Funktion nicht innerhalb einer anderen Funktion schreiben. Das heißt, ich muss hier im Programm irgendwo entweder ganz unten oder zwischen beiden Funktionen kommen oder auch oberhalb. Das ist vollkommen egal. Und dann sage ich schreibe es erstmal und erkläre es Ihnen später. Void. Wie wollen wir sie nennen? Blink. Lang, machen wir doch, oder long, damit es mal auf Englisch bleibt. Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, dann geschweifte Klammer auf, genau wie wir es von Loop und von Setup kennen. Und jetzt nehme ich mir eigentlich diesen Block hier, ich schneide es komplett raus und schreibe es hier wieder rein. Jetzt heißt unsere Funktion blink long und alles, was drin ist, ist eben diese vier Zeilen, die lang blinken lassen. Jetzt kann ich mir auch genau die gleiche Funktion nochmal definieren. Natürlich nicht genau die gleiche, sondern diesmal sage ich blink short und ich ändere dieses Blinken hier mit 1000, denn eine andere bessere Möglichkeit kenne ich im Moment nicht. Und jetzt muss ich zurück zu meiner Loop-Funktion, um es da auch wieder zu ersetzen. Das heißt, diese vier Zeilen kann ich jetzt einfach mit blink long ersetzen. Da kommen nach dem Namen der Funktion auch unbedingt diese Klammern, auch wenn nichts drin ist, damit der Compiler, damit der Arduino weiß, aha, das ist eine Funktion und keine Variable. Hier in der zweiten Schleife werde ich zwar genau das Gleiche machen, nur eben mit blink short. Und hier, wo wir es rausgeschnitten haben, werde ich wieder sagen blink long. Man sieht gleich, jetzt ist das Programm irgendwie ein bisschen ordentlicher. Man sieht ganz genau, was wir hier machen. Und es ist wichtig auch zu merken, dass wir die Namen der Funktion nicht XYZ gegeben haben oder 1, 2, 3 oder meine Funktion, sondern etwas, was die Funktionalität dieser Funktion auch ganz genau beschreibt. In diesem Fall ist es blink long, es klar und deutlich, blink short auch. Wenn ich das jetzt alles kompiliere, also verifiziere, sollte alles eigentlich auch klappen, funktioniert auch ganz gut. Und wir laden es auch wieder hoch. Und jetzt sehen wir drei einmal lang blinken, zweimal lang blinken und so weiter und so fort. Es scheint genau das Gleiche zu tun wie auch davor. Sehr schön.